wundervollen guten Morgen und heiße euch herzlich willkommen zum ersten Vlog der Off-Season-Series. Ich weiß noch nicht, wie der Titel hierfür heißt. Schreibt mir mal gerne eure Titelvorschläge. Ich meine nach Last Chance to Grow, nach The Real Second Season. Ich glaube, die eine Serie hieß auch noch The Pre-Prep Cut oder so. Also, auch wenn es wahrscheinlich nur zwei Leute wirklich gemerkt haben, dass die ganzen Vlogs und Episoden irgendwie alle ihre Namen hatten. Schreibt mal hier unten rein, was denn jetzt der Name für diese Vlog-Serie sein soll, in der ich mich jetzt dann auf die Season 2026 vorbereite. Heißt, erstmal irgendwas in Richtung Aufbau wäre cool. Und dann schauen wir mal. Ansonsten trinke ich hier gerade meinen wundervollen morgendlichen Kaffee. Hab schon ein, zwei Check-ins durch. Und ja, wir haben jetzt kurz vor neun, bin schon seit so, ja, kurz nach acht, fünf nach acht wach. Und jetzt haben wir auch heute die Entscheidung getroffen, mich das erstmal auf die Waage zu stellen und das erstmal wieder Formbilder zu machen. Dazu mehr, das Körpergewicht habt ihr eh schon gesehen und ich nehme es mal vorweg, sehr, sehr positiv überrascht. Das hätte ich nicht erwartet bei dem Gefühl zu mir, wie ich es habe, weil oft nimmt man sich ja in irgendeiner Form selbst wahr. Und ich hätte nicht gedacht, dass ich diese Zahl da sehe und dass das so, ja, wenig ist. Jetzt aber, was nicht wenig sein wird, gehe ich mal von aus, ist das, was Paul hier angeschleppt hat. Wow, ich glaube, es ist sein Adventskalender. Ich bin noch nicht ganz sicher, heute ist nämlich der 1.12. und sie hat sich angekündigt, herzukommen. Und sie ist jetzt schon im Wohnzimmer und bereitet was vor. Also ich bin sehr gespannt. Auf jeden Fall sehr süß. Und wir gucken jetzt mal, was das überhaupt ist. Also komm, kann ich rauskommen? Ich vlogge jetzt das erste Mal wieder seit Urlaubende. Und wie könnte man diesem wunderschönen Menschen ein bisschen Screentime verwehren? Dankeschön. Vor allem, wenn ich um 9 Uhr beschenkt werde an einem 1.12. Ach, guck mal, wie süß das aussieht. Ich meine, ich bin ehrlich, ich habe schon erahnt, als du mit der Tüte da reinkamst, die so geraschelt hat, aber das ist doch sehr süß. Und ich habe die 24 jetzt noch nicht draufgelegt. Ich weiß nicht, ob ich das machen soll oder nicht. Cute. Das, ne? Macht das eure Freundin für euch. Sagt's mal. Hallo? So, wir gucken uns jetzt einmal das Posing zusammen an von heute Morgen. Da hat es tatsächlich auch das erste Mal, dass ich mich jetzt selbst auf Video oder Bildmaterial nach der letzten Show sehe. Also ich habe seitdem eigentlich nicht mehr gepostet, ich habe seitdem keine Bilder mehr gemacht. Und wir reden ja hier wirklich von 1,5 Monaten. Heißt von über 40, 45 Tage ist es jetzt her seit der letzten Show. Und nochmal fürs Protokoll, mein, ja, ich sag mal, offiziell niedrigstes Gewicht waren so 78, 77,5. Ich hatte einmal einen sehr krassen Ausreißer nach unten mit 75,7, glaube ich. Aber wenn man jetzt wirklich vom normalen Lowest spricht, dann sind es so 78, 77,5. Und ja, jetzt habe ich 40 Tage nicht getrackt, gar nichts an Kalorien gezählt, wirklich keinerlei Adherence gezeigt, außer ja meines, also ich habe nur nach Gefühl agiert und natürlich trotzdem trainiert. Ich war 5-mal die Woche im Gym. War leider krank zwischendurch, heißt, das hat mich ein bisschen rausgehauen. Dann war ich natürlich im Urlaub, all-inclusive, hier schön Buffet essen und so weiter und so fort. Man darf nicht vergessen, ich habe 2 bzw. 3 Rest-Days jetzt hinter mir. Also habe auch, wenn ihr das Video jetzt seht, muss einmal kurz meine Nase putzen, sonst wird's schlimm. So, Gott sei Dank kann man hier auf Stopp drücken, auf Pause drücken. Ist by the way auch genau das Programm, mit dem ich immer meine Check-in-Feedbacks aufnehme für meine Kunden. Jedenfalls, habe ich seitdem eigentlich mehr oder weniger Freestyle-Bodybuilding gemacht und nicht wirklich mich auf irgendwas eingelassen, was Disziplin oder Verfolgen eines Plans betrifft. Ich habe natürlich geguckt, okay, ungefähr zu tracken, nach dem Urlaub vor allem, also seit 2 Wochen tracke ich jetzt auch wieder, eigentlich schon seit 3, oder ist es schon fast ein Monat, seitdem ich wieder tracke, auf jeden Fall schon seit 3 Wochen tracke ich so ungefähr, Pi mal Daumen, und von daher
war mir eh klar, dass der Schaden, den ich jetzt einrichte, nicht so krass groß sein kann. Ich hatte zwar in der Zeit zwei Binges, darf man nicht vergessen, das ist natürlich dann auch relativ crazy, wenn man an einem Abend oder an zwei dann jeweils 7.000, 8.000 Kalorien vernichtet. So, das geht nicht spurlos an einem vorbei. Aber ansonsten ist das Ganze wirklich sehr, hat sich das in Grenzen gehalten und damit bin ich auch durchaus happy. Wie gesagt, heute geht's wieder los mit dem Programming von Jan. Das lässt er mir in den nächsten Stunden zukommen. Gucken wir in einem anderen Video nochmal genauer drauf. Dann geht's wieder in die erste Session, Post-Deload und wieder ans regelmäßige tägliche Wiegen. Und wie gesagt, dafür bin ich jetzt auch mental wieder ready. Ich habe diese Pause einfach gebraucht und das war auch absolut richtig so, wie ich das gehandhabt habe. Also ich habe mir nichts vorzuwerfen. Und das ist sowieso das Allerwichtigste in der Prep, dass man einfach sagen kann, okay, ich habe das jetzt gut überstanden, mir geht es vom Kopf her psychisch wieder super und ich fühle mich gut. Und das ist das, was mir wichtig war. Und ich fühle mich wohl. Ich muss sagen, ich fühle mich auch wieder gesund. So, ich habe noch ein bisschen Schnupfen, ein bisschen Reizhusten ab und zu, aber das ist wirklich alles sehr, sehr marginal und ihr seht, meine Nase ist ab und zu noch ein bisschen verstopft. Aber ich glaube, das kennt jeder von euch, dass man sowas dann über die Wintertage, über die kalte Jahreszeit hinweg mit sich zieht. Wie gesagt, dementsprechend gucken wir jetzt hier mal rein. Ich will es gar nicht länger in die Länge ziehen, aber nochmal so für ein bisschen Kontext, ja. Und wir gehen rein. Wir gehen rein ohne Posing Slip. Aber ihr seht schon, auf den ersten Blick, es sieht nicht so schlimm aus, wie man hätte denken können. Ja, also man muss ganz klar sagen, der Unterkörper, obwohl da schon überall Haare drüber sind, obwohl ich jetzt, wie gesagt, auch ich glaube, Beine seit jetzt fast 10 Tagen nicht mehr richtig hart trainiert habe, ohne Plan, ohne großartige Adhärenz zu bestimmten Übungen, ohne progressives Arbeiten, sondern einfach, ja, 3, 4 Mal seit Prep-Ende, 4 Mal, glaube ich, richtig hart mit Compounds belastet. Es ist noch Detailarbeit hier da und man kann noch sehen, okay, da sind noch Konturen, da ist noch eine Linie. Der Oberkörper ist natürlich immer das Erste, was fadet, bei mir immer so. Und trotzdem finde ich, für den Status jetzt passt das alles. Und ihr habt ja gesehen, die 86 Kilo, das ist jetzt auch ein Gewicht, wo man sagt, okay, 1,5 Monate Post-Prep, 8 Kilo über Lowest Weigh-In zu sein, ist, denke ich, völlig fein, wenn man da auch nochmal mit einbezieht. Guck mal hier, man sieht sogar noch leichte Details in den Hamstrings, die Adduktoren sieht man auch noch schön. Die Cuts zwischen Hamstring und Quad sieht man auch noch ganz gut. Ja, wenn man bedenkt, dass da natürlich Mageninhalt, Glykogenspeicher, Wasser, alles mit reinspielt, dann reden wir da ja schon mal von knappen 3, 4 Kilo. Und dann zu sagen, okay, man hat jetzt 4 Kilo Fett aufgebaut, 1 Kilo Fett pro Woche. Was bedeutet, dass man pro Tag, ja, jetzt in 5 Wochen knappe 800, 900 Kalorien im Überschuss war, wenn man bedenkt, dass ich die ersten 3, 4 Tage komplett ausgerastet bin mit über 6, 7.000, 8.000, 9.000, vielleicht auch mal 10.000 Kalorien, 2 Wochen All-Inclusive-Urlaub hatte und 2 Binges noch hatte, dann ist das, denke ich, eine gute Bilanz. Und damit kann ich happy sein, bin ich happy und ich will nicht sagen, dass das optimal gelaufen ist, aber für mich war es so völlig okay. Ich habe wieder eine gesunde Beziehung zum Essen. Ich fühle mich wohl und vor allem kann ich mich jetzt auch wieder an Gameplan halten und an Vorgaben halten. Und das war mir halt das Allerwichtigste, dass das schon mal gut funktioniert. Ja, schön. Also ich bin zufrieden. Vor allem auch, was man nicht vernachlässigen darf. Ich hatte keine Wassereinlagerung großartig. Ja, gerade hier so im Fußgelenkbereich hatte ich zwar 21 die Wassereinlagerung des Todes. Und ich glaube, mitunter ein Grund dafür, dass es nicht so krass war, war einfach die Bewegung, die ich aufrechterhalten habe. Ich habe eigentlich sowohl im Urlaub als auch jetzt Post-Prep hier in Karlsruhe mindestens 10K Steps daily gehabt. Ja, lass es mal 8 bis 10 sein, 8 bis 12. Ich hatte auch Tage, da hatte ich 15, ich hatte auch Tage, da hatte ich nur 6.000 Schritte, aber ich habe wirklich versucht, alle Wege weiterhin zu Fuß zu gehen, zu Fuß ins Gym zu gehen, auch im Gym so ein bisschen rumzulaufen und einfach ein bisschen Bewegung aufrechtzuerhalten. Ich glaube, das hat mir auch sehr, sehr geholfen, also dabei geholfen, einfach die Form nicht ausarten zu lassen. Ja, auch hier Bauch, Beine, man sieht noch seitliche Bauchmuskeln, man sieht hier noch die geraden Bauchmuskeln und ich denke, das kann man sagen, in einem guten Spot jetzt für die Off-Season, für den Aufbau und absolut zufrieden. Schön.
Was bleibt mir also abschließend zu sagen? Ich bin hyped auf die kommende Zeit. Ich bin auch hyped jetzt auf die nächste Season, auf die nächsten Seasons. Und ja, das wird sehr, sehr spannend. Das wird sehr ereignisreich. Und das erste Mal auch Athleten stellen zu dürfen, wird eine crazy Erfahrung. Ich habe fürs Frühjahr 4 Athleten, die sehr, sehr, sehr stark sind. Einmal Armin, ein Classic-Physikathlet, der jetzt auch First-Timer ist. Das sind alles First-Timer, by the way. Also alles Athleten, die das erste Mal auf einer Bühne stehen werden. Dementsprechend, ja, ganz neue Erfahrung für auch die Athleten natürlich. Also Armin an der Stelle, der eigentlich ja, in der Classic-Physik zu Hause ist, beziehungsweise das fühlt, Posing fühlt, sich zu präsentieren fühlt und dafür eigentlich wie gemacht ist. Wir haben aber auch gesagt, wir halten uns mal vor, im Junioren Bodybuilding auch noch zu starten, je nachdem, was er dann auch möchte und was sich anbietet in Form von Doppelstarts. Dann haben wir Santi, Santiago, der für sein Alter absolut herausragend ist, einen Frame hat, der fürs Bodybuilding gemacht ist. Er hat die richtige Körpergröße, er hat die richtigen Ansätze, runde Muskelbäuche, wird sich höchstwahrscheinlich in der Junioren Bodybuilding Klasse präsentieren, vielleicht auch in der Classic Physik. Müssen wir nochmal schauen, inwiefern dann auch das Posing demnach sitzt. Und dann haben wir noch Kevin, ja, ein Athlet, der wahrscheinlich von seiner Physik her, von seiner Struktur her für eine Mansphysik gut geeignet wäre, gerade in der ersten Season. Es fehlt einfach ein bisschen Fleisch an den Beinen, so, das wissen wir aber auch. Und demnach halten wir uns da auch nochmal offen, ob es dann eine Mansphysik oder vielleicht sogar eine Classic-Physik wird. Ich habe ihm aber gesagt, es wird wahrscheinlich eine Classic, weil er das einfach auch mehr fühlt. Und wie gesagt, ich glaube auch, dadurch, dass er eine sehr, sehr schöne Vakuum hat, dadurch, dass er eine sehr, sehr schöne Linie hat und dadurch, dass er auch in Real Life nochmal viel imposanter aussieht als auf den Check-In-Bildern, die er mir schickt. Zumindest hat er mir das so wiedergegeben und ich glaube ihm das auch. Kann ich mir sehr gut vorstellen, dass er auch in der Classic-Physik sehr, sehr gut performen wird und ein enorm kompetitives Paket auf die Bühne stellen wird. Und dann haben wir noch Christian, ein Non-Tested-Athlet, den ich mit Christian zusammen betreue. Und dort werde ich auch auf die NPC Austria gehen, auf die NABBA WM in Linz. Meine ich, dass es in Linz ist? Oder ist es in Graz? Nee, es war Graz. War Graz Schweiz? Lost. Wie auch immer. Da gucken wir mal, wie die Wettkämpfe da gelegen sind, aber das sollte sich auch mit den Netty-Shows nicht überschneiden, das sollte gut klappen und ich freue mich da ja genauso drauf, das wird schön und ja, sehr gespannt auf das kommende Jahr, wird immens Erfahrungswerte liefern für die nächsten Jahre und wird wahrscheinlich sehr, sehr intensiv, aber ich freue mich drauf. Schön! Das soll es gewesen sein. Ich hoffe, ihr habt einen schönen Tag, habt das Video genossen. Liked das Video, lasst ein Abo da, schreibt einen netten Kommentar und vor allem lasst mir Vorschläge für die neue Reihe hier da. Das würde mich freuen. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Und dann zeige ich euch mal so ein bisschen was von meinem neuen Programming, das ich bis jetzt ja noch immer nicht habe. Deswegen kann ich euch auch noch nichts dazu erzählen. Deswegen schauen wir mal und ja, bis dahin, euer Julian. Ciao, ciao.